Guten Tag, mein Name ist Peter Eckelmann. Ich bin Product Marketing Manager bei MSC Vertriebs GmbH und zuständig für die Embedded-Produkte, ganz besonders für unsere neue NanoRisk-Produktfamilie. Was ist NanoRisk? Das möchte ich zuerst ausführen. Eine Familie von Modulen, die auf Trägerboards zu stecken sind. Und auf diesen Modulen ist im Prinzip ein Mikrocomputer mit all seinen Schnittstellen. Dann ist das zugehörige Memory da. Da sind verschiedene Schnittstellen realisiert. Und das Ganze ist im Prinzip wiederum ein Mikrocomputer, allerdings in erweiterter Form. Und deswegen sprechen wir ganz gerne von einer Superkomponente. Hier ist ein Beispiel für ein solches Produkt, für ein NanoRisk-Modul. Es handelt sich um ein Modul mit dem Samsung S5 PC100-Prozessor, ein Cortex-A8-Prozessor, wahlweise mit 667 oder mit 833 MHz Takt. Darüber hinaus sind auf dem Modul aber auch gleich noch DRAM, Flash und einige Interface-Controller arrangiert, sodass man auf Netzwerk, auf CAN und auf eine Vielzahl anderer Schnittstellen zurückgreifen können. Dann sieht man auch relativ deutlich, dass es auf dem Modul einen SD-Kartenschacht gibt für eine Micro-SD-Karte. Und des Weiteren sieht man, dass das Modul relativ dicht bestückt ist. Hier auf der Rückseite sind ebenfalls Komponenten angeordnet. Das ganze Modul ist relativ klein und kompakt. Es hat das Format 70 x 50 mm. Und diese Abmessungen kommen nicht von ungefähr, sondern sie sind allein daher gewählt worden, damit man den schon vorhandenen MXM-Konnektor zum Einstecken des Moduls auf dem Basisboard verwenden kann. Dieser MXM-Konnektor, über den wir gleich noch mehr hören werden, ist schon seit einiger Zeit in Gebrauch. Nicht nur bei den Q7-Modulen, die ja schon hinlänglich eingeführt und bekannt sind, sondern davor auch schon unter anderem verwendet worden in Notebooks für Zusatzgrafikkarten, die man in diesen Notebooks realisieren wollte. Von da aus ist dieser MXM-Konnektor in Großserienproduktion, ist äußerst preisgünstig zu haben, hat aber dennoch mit seinen 230 Pins eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten, die in sehr robuster Form ausgeführt werden. Alles sprach also für diesen Konnektor, was dann auch das Format 70 mm in der Breite mit sich brachte. Und das Format 50 mm Höhe hat sich im Prinzip als Mindesthöhe ergeben, damit man all die Funktionen auf das Modul bringen konnte, die man dort realisieren wollte. Eine Superkomponente, die im Prinzip einen Mikrocomputer darstellt mit all den benötigten Schnittstellen, die für Mikrocomputer notwendig sind. Das sind eine Vielzahl von computertypischen Schnittstellen sowie Netzwerk, LAN und USB, serielle Busse wie I2C und SPI und serielle Schnittstellen RS-232. Alle diese Interfaces sind ohnehin gegeben. Darüber hinaus erwartet man aber bei einem Mikrocontroller auch noch Schnittstellen wie programmierbare IOs, Timerfunktionen. Etliches mehr und alles das ist auf diesen Modulen realisiert und mit der Schnittstelle dann auch standardisiert worden. Es handelt sich also um eine Familie von Produkten, die austauschkompatibel sind, die in demselben Stecksockel betrieben und verwendet werden können, sodass sich für den Anwender natürlich der Vorteil ergibt, die Module je nach Anwendung, je nach Forderung der Applikation auszutauschen und einen mehr oder weniger leistungsfähigen Mikroprozessor auf einem anderen NanoRisk-Modul einzustecken. Die modulare Technologie hat noch einen weiteren Vorteil. Es gibt eine gewisse Kurzlebigkeit bei diversen Komponenten, wobei ich hier in diesem Falle nicht gerne von Kurzlebigkeit spreche, denn NanoRisk-Module werden von uns als Hersteller mit einer Verfügbarkeit von mindestens 5 Jahren ab Einführung in den Markt garantiert. Mit Kurzlebigkeit meine ich vielmehr, dass manche Komponenten, wie zum Beispiel DRAMs, ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch schwer zu bekommen sind, dadurch im Preis steigen, dann werden neue DRAM-Technologien modern. Und alles das kann man für die Anwendung uns aus Kunden sehr gut abfedern, indem man auf der modularen Seite zum einen die Module langfristig verfügbar hält, die genannten 5 Jahre sind hier die Zahl des Tages. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann auch ein vollständig kompatibles Modul nehmen,
das mit neuerer Technologie ausgestattet ist und dann noch für weitere Jahre hinaus verfügbar ist. Zum Einstecken dieses Moduls benötigt man ein Basisboard, das man als Anwender natürlich selbst entwickeln kann. Dafür gibt es eine Vielzahl von Unterstützungsmaßnahmen von Seiten MSC, zum Beispiel ein Design Guide, zum Beispiel die Schaltpläne für bereits realisierte Basisboards als Beispiele, dass man nicht bei Null beginnt. Zum anderen dann aber auch schon fertig vorbereitete Trägerkarten. Und eine von diesen Trägerkarten bildet das Herz, den Kern unseres Starterkits für Nanorisk-Produkte. Dies ist das Basisboard MB2, das wir hier sehen. Es handelt sich dabei um ein Format, das relativ vielseitig verwendbar ist, 10x16 cm, und sind darauf die Schnittstellen des Nanorisk-Moduls implementiert. Darüber hinaus einige weitere Funktionen, die sehr nützlich sind bei den geplanten Anwendungen. Und es ist ein Beispiel für ein Board, in das man ein Modul gleich hineinstecken und sofort betreiben kann, Software entwickeln kann und verifizieren kann, dass die Aufgaben ausgeführt werden können, die man damit geplant hat. Das Starterkit, um das es sich hier handelt, wird von uns im Normalfalle mit einem 7 Zoll Wide VGA-Bildschirm ausgeliefert, der unmittelbar schon kontaktiert ist mit dem Basisboard, und das Basisboard erhält die Videoinformation oder die darzustellende Grafikinformation unmittelbar vom Nanorisk-Modul. Des Weiteren sind auf dem Basisboard die computertypischen Schnittstellen von LAN, VGA, Audio, seriell, zwei mögliche Spannungseingänge zu finden, dann aber auch HDMI-Grafik und sogar der gesamte Prozessorbus ist an Kontaktleisten zu finden. Man kann mit dem MB2 unmittelbar eine Entwicklung starten. Man kann das MB2 aber durchaus auch in Serie gleich für eine Entwicklung verwenden. Das macht Sinn bis hin zu mittelhohen Stückzahlen. Man kann allerdings auch mit dem Schaltplan dieses Boards, das wir zur Verfügung stellen können, in eine eigene Entwicklung eintreten und hat dann in relativ kurzer Zeit ein fertig lauffähiges System. Das steht im krassen Gegensatz zu der Alternative, die man nämlich hätte, wenn man nicht eine Superkomponente wie das Nanorisk-Modul verwendet, sondern wenn man eine eigenständige Entwicklung startet und den Mikrocomputer selbst auf eine eigene Platine bringt, dann haben wir es hier mit Signalen zu tun, die im annähernden Gigahertz-Bereich liegen, mit Chips, die mehrere hundert Bälle als Anschlusskontakt haben und mit Technologie, die derartig komplex geworden ist, dass man sie nur beherrschen kann, wenn man langjährige Erfahrung im Design vergleichbarer Schaltungen hat. Im Gegensatz dazu, bei Verwendung dieser Superkomponente wird man innerhalb von wenigen Tagen oder einigen Wochen fertig lauffähige Schaltungen haben. Dazu kommt natürlich der Software-Aspekt. Baut man eine Eigenschaltung mit einem solchen Baustein, wird man die Betriebssoftware, das was man bei Computern BIOS nennt, ist bei RISC-Prozessoren im Allgemeinen Bootloader genannt. Einen solchen Bootloader wird man auch erstmal entwickeln müssen, was eine sehr aufwendige Tätigkeit ist, auch wiederum langjährige Erfahrung voraussetzt und im Endeffekt dazu führen wird, dass man nach vielen, vielen Monaten merkt, ob man die Entwicklung langsam in den Griff bekommt oder ob man noch viel länger dazu brauchen wird. Alles das entfällt bei Verwendung dieser Superkomponente, was unter anderem natürlich die Voraussetzung war, warum MSC solche Module entwickelt hat und sie den Kunden zur Verfügung stellt. Heute schon gibt es dieses Modul, wie gesagt, mit dem Cortex A8 Prozessor, S5 PC100 bis 833 MHz, ein steck- und funktionskompatibles Modul mit einem weiteren Cortex A8 ist ebenfalls schon verfügbar, und zwar bestückt mit dem S5 PV210, den es bei 800 und 1 GHz Takt gibt. Und des Weiteren sozusagen als untere Abrundung ist derzeit in der allerletzten Vorbereitung ein ARM9-Produkt, ein Modul basierend auf einem ARM9-Prozessor, und der heißt S3C2416
400 MHz Takt, eine Unterabrundung im Sinne von Preis, Performance und Möglichkeiten.